guten Morgen, Night City. Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo an euch Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica, naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume. Hello, so muss es sein. Neuanfang auf Deutsch. Ach ja. Weil ich dachte mir nicht, Mathe dachte sich und andere dachten sich, dass Deutsch eigentlich vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Moin Ulf und Mathe, grüß euch. Oh, da hinten geht er, da rechts auf der rechten Seite geht da so ein komischer Regler hoch und runter. Es bleibt alles beim alten Street Kid, gute Dame. Ich bin W. Ich bin W. Vielleicht ein bisschen anderes Charakterdesign. Und heute Abend sind wir dann wieder an der Stelle, wo wir gestern aufgehört haben. Eigentlich mache ich das nur, weil ich die geile Musik nochmal hören wollte. Kann man da eigentlich auch Vorlagen? Hat die immer solche Sommersprossen? Nee, die hat auch andere Köpfe, ne? Moin, warum Neuanfang auf Deutsch? Rap Rock! Jetzt nicht auf Englisch führen. Good evening! Nein, hat was damit zu tun, dass, es ist ja ein Storyspiel und ich bin ein deutscher Streamer und viele erwarten dann einfach auch vielleicht eine deutsche Sprachausgabe, damit sie sich zurücklehnen können und viele sprechen halt auch einfach kein Englisch. Deswegen. Ich glaube, vielleicht auch für die Allgemeinheit ist es einfacher und angenehmer, wenn man dann nicht unbedingt mit dem Wörterbuch da sitzen muss und gucken muss, was was bedeutet. Das ist der Standard-Harlock, ne? Ach. Herzchenform gibt's auch. Ach echt? Ah, cool. Ah, cool, dann brauche ich mich ja nicht durchklicken. Das ist ja nett. Dankeschön. Augenbrauenfarbe. Sie heißen ja Augenbrauen, ne? Und nicht Augenpinken. Ich bin so schlecht. Also, Gott sei Dank bin ich nicht Gott. Ich hätte Probleme hier die ganze Zeit, irgendwelche Menschen zu kreieren. Eieiei, jetzt geht's ja immer in Richtung Troll hier. Nee, Goblins. WoW-Goblins. Ich hatte mal eine WoW-Gobliner, die hieß Ginte. Die sah so ähnlich aus. Achso, jetzt muss ich mir natürlich auch noch die Make-up-Farbe auswählen. Mann, ich habe doch gar keine Ahnung von sowas. Much, much, much later. Oh, das sieht so ein bisschen aus wie hier T-Bone. Fingernagelfarbe not found. Wäre die kurze Frage. Kriegst du da keine Probleme, wenn man Brüste sieht? Nein, kriege ich nicht. Twitch hat, was das angeht, kein Problem mit Nudity, wenn es nicht Hauptaugenmerk des Spiels ist. Aber danke dafür, dass du an mich denkst, was das angeht. Mach noch einen Penis. Nee, ich spiele eine Frau. Hier, als Schmerzmittel. Ordnung, Herr Manner? So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier?
Würde jemand von hier auf so eine Scheißidee kommen, Pepe? Pepe! Hör zu, ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Klar, gebrochene Nase einfach selber richten. Was soll schon schief gehen? Diese Punkte und dann noch Punkte in den Punkten verteilen. Ja, es ist schon... Sprachausgabe ist ein bisschen leise. Alles klar. Klingt, als hättest du Ärger. Brauchst du Hilfe? Ach, ich wusste, auf dich ist Verlass. Weißt du, ich... Ich hab Schulden bei Kirk. Ja, mach zu. Die Beine, ich bis morgen zahle. Und der Mann, der Stone Ernst, hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das dein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollt ihm eine Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut wie... Ich red mit Kirk. Aber dann schuldest du mir was. Ist ein guter Junge. Warum dann eigentlich nicht diesmal einen anderen Weg als Street Kid? Weil ich mir das für einen zweiten oder dritten Run aufsparen möchte. Und ich war jetzt noch nicht in der Story von Street Kid so weit, dass ich das sagen würde, ich würde da jetzt was anderes spielen wollen. Deswegen nehme ich auch bei diesem Run wieder Street Kid, weil, ja. Hey Kirk, können wir reden? Hey, lang nicht gesehen. Schieß los, was willst du? Hör zu, Pepe hat mich geschickt. Wieso? Same old fart, same. Zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Mach nicht. Hey, was ist dein Problem? Lecker Burger. Was schuldet er dir? Ich will die Privatsphäre meiner Kunden nicht verletzen. Aber sagen wir mal, eine Menge. Ein Kredithai mit einem Gewissen? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Tja, frohe, verfickte Weihnachten. Die Mail ist direkt nach dem Timestamp. Es gibt gleich. Okay. Drück mal ein Auge zu, ja. Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Ich mag seinen Jumpsuit total gerne. Tätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Ja, genau. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Die deutsche Synchro ist echt gut. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Ich weiß, nichts ist umsonst. Ich schulde dir dann einen Gefallen. Verlockend. Ich hab da schon eine Idee. Ach ja, genau. Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Ist so gut wie besorgt. Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Wenn ich das mache, sind Pepes Schulden vom Tisch? Klar, ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch. Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield und ich vergesse Pepes Schulden. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Korrekt. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend. Ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Das ist sowieso eine Frage des Geschmacks und über Geschmack lässt sich bekanntermaßen nicht streiten. Da kommt man sowieso zu keinem. Ich hab's ziemlich eilig. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard unter das Auto rollen und es mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden.
öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle. Wundert mich, dass sie sich in der Zukunft noch nicht in Autos reinhacken können, einfach indem sie ihr Kabel reinstecken. So Avatar-Style. Die verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Du hast deinen Burger nicht aufgegessen, Big Joe. Sind wir uns einig? Auf den Tisch gelegt. Wehe, du findest mich, Kerl. Nicht mal ein Teller dabei. Halt cool, wie. Der Job wird sich für dich auszahlen. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage auf dich. Ihr okay. Zwei werdet euch blendend verstehen. Weil heute im Krankenhaus. Kriegt keinen Titelkampf. Ich hoffe, das passt jetzt so mit dem Tod alles. Mit dem Tod, mit dem Ton. Mit dem Tod sollte es natürlich auch alles passen. Bitte nicht während des Streams sterben. Oh Mann, keine Ahnung, wo denke ich dran? War eigentlich irgendwo ein Obdachloser, dem man Geld geben konnte? Ja. Hier, bedien dich. Cost a toy to you, Bitcher. Ich wusste, du bist eine von den Guten. Danke für deine Leute, die sind Bescheid. Sei nicht bereit. Ja, Spiel okay, zu, Spiel weiter. Wen haben wir denn hier? Wie? Ist eine Weile her. Wusste nicht, dass du hier bist. Ja, endlich wieder zu Hause. Kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist du auf Haywood? Knackendeule, moin! Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich habe gerade was zu erledigen. Ich finde, wir sollten jetzt reden. Du kannst bei uns mitfahren. Das ist schön, dass mit dem Tod alles in Ordnung ist. Ob der Tod auch Weihnachten feiert? Und was wünscht er sich? Eine neue Sense? Eine neue Robe? Zum Glen. Lasst mich am Embers raus. Das erklärt auch, wie es Rampe am Hintereingang. Ich zeige euch, wo ihr halten müsst. Heute ist Freitag, ja. Ich habe Tempest gestern Abend im Bett noch ziemlich aus dem Konzept gebracht, weil ich ihr gesagt habe, dass heute erst Freitag ist und nicht Samstag. Sie war schon total am Wochenende eingestellt. Und sie ist fast aus allen Wolken gefallen. Als sie erfahren hat, dass sie heute noch arbeiten muss. Aber ich komme klar. Danke der Nachfrage. Also, lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm? Er sieht ein bisschen aus wie ein richtig alter Dr. Cox. Oder nicht? Bin eigentlich ohne Erwartungen hingegangen. Naja, hatte gehofft, es ist dort besser als hier. War's aber nicht. Dienstag, das ist auch gut. Vielleicht ist es am Ende besser so. Oh yeah, geile Mucke. Aber es kommt einfach so komisch vor, wenn man irgendwie Donnerstag Nacht streamt und dann Donnerstag tagsüber abends nochmal, denkt man auch so, hä, ich hab doch jetzt schon zweimal gespielt, aber es ist immer noch der Launch Day. Halt mal an. Was ist los? Was Geschäftliches. Bist du bewaffnet? Katze! Sebastian Ibarra. Muss mein Glückstag heute sein. Was willst du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glen. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Noch ein verdammtes Wort. Halt dich da raus. Ich kenn dich nicht. Ich dich auch nicht. Heißt, dass du hier einen Scheiß bedeutest und noch weniger als das kannst. Na? Sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wenn eine Knarre auf dich. Moin, Crocodile Dundee. Du auch nicht, Missgeburt. Marcus, fahr. Nein, nicht mich. Nimm dir neue. Schön zu sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Hast immer noch dieses Talent.
Viele der kleinen Schisser hier bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Kitty ist immer so. Wenn sie ankommt, dann muss man sie immer wahrnehmen und streicheln und kuscheln und weh. Man schenkt ihr keine Aufmerksamkeit. Aber wenn du bei ihr ankommst... Gleich hier. Ich springe einfach runter. Und mal irgendwie, keine Ahnung, in den Kopf so in ihre Seite stupst, dann ist sie mir völlig so... What the fuck? Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Wie früher. Danke, Padre. Ich muss los. Geh mit Gott. Aber geh. Hui! Das gibt's nicht. Gibt's doch. Auf in die Garage. Hulala, wir haben einen Gast aus Frankreich. Wie würdest du es denn nennen? Ein Autoschuppen. Wie? Lagebericht. Bin angekommen. Suche jetzt deinen Kumpel. Rick ist einer von uns, wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Ja, wie kannst du es wagen? Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Ach ja, genau. Kirk schickt mich. Kameras sind aus. Du hast 20 Minuten. Brauche ich nicht. Mach dein Ding. Kirk, ich sehe den Wagen. Dein großer Auftritt, Lee. Viel Glück. Mal sehen, ob diese Zaubertech was taugt. Mahlzeit, Simi, grüß dich. Da fehlt einfach der Glaube. Siehst du? Wir sind reich. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Ich sag dir, wohin. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Was soll schon schief gehen? Tom. Aussteigen. Okay. So, oh. Nichts Persönliches, Kumpar. Nur Geschäft. Der Rayfield gehört mir. Noch nie von Gauner-Ehre gehört? Wer es findet, dem gehört's. Ich war zuerst hier. Hey, gibt zwei Arten, das zu regeln. Die nette oder die abgefuckte Tour. Beide haben dasselbe Ergebnis. Ich nehme das Auto mit. Was machst du? Wie die durch die Wand klippen will. Keine Bewegung! Ihr seid festgenommen! Bleibt, wo ihr seid! Wende dahin, wo ich sie sehen kann. Schön langsam. Auf den Boden, ihr Pisser, und zwar sofort! War eigentlich nicht so gut zum Zocken. Ein alter Bekannter vom Block. Ich glaube, oder... Mir wurde gesagt, dass das vielleicht für einige andere Leute angenehmer ist, zuzuschauen und einfach so nebenbei zu schauen und zu interagieren, wenn es auf Deutsch ist. Und das kann ich nachvollziehen, deswegen... Für mich persönlich macht das keinen Unterschied. Und wenn das bedeutet, dass deutsche Zuschauer hier eher zuschauen können, dann... Dann... Ist das für mich auch okay. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Haywood-Gesocks ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht damit. Und dann verschlott. Komm schon, Stins. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Du musst ein klein wenig leiser oder das Spiel ein klein wenig lauter. Dann mache ich mich lieber ein klein wenig leiser. Gibt immer noch Stehplätze in El Gote. Schneller raus. Hä? Das sind die Diebe. Ich hab's jetzt gerade geändert, ja? Ich hab sie in Gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen sie sofort ab. Ja, super. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater. Soll ich sie gehen lassen, Sir? Schmeiß sie ins Meer. Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibmittel wird. Oh nein! Bleigewichte! Ihr habt ihn gehört. Fuck.
Bitte nicht auf den Kopf, nicht auf den Kopf, nicht auf den Kopf! Au. Ja, wirklich. Und schon wieder. Nase richten Counter plus 2. Oh, einen Moment lang sah das echt übel aus. Dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Nein, Stins macht sowas nicht. Bist du dir da so sicher? Mhm, er ist aus Haywood, so wie wir. Hast Anzüge genauso wie du und ich. Er hat getan, was sein musste. Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Ah, komm. Der Plan war von Anfang an scheiße. Selbst Schwarzmarktmagie aus Kabuki kann so einen Alarm nicht ausschalten. Hätte wissen sollen, dass ich die Bullen im Arsch hab. Darf ich fragen, auf welcher Stufe du RTX und DLSS hast? Gott hat's wohl nicht. Es ist tatsächlich aus. Jackie Wells. Wie? Ich könnte es mit RTX spielen. Auf Ultra. Und DLSS ist, glaube ich, wäre dann auf Performance orientiert. Aber es gibt in dem Spiel einfach zu viele Szenen, die zu ressourcenintensiv sind, wo die FPS... Ja, nu, warte doch mal, Jackie. Die zu ressourcenintensiv sind, wo ich dann Frame-Drops auf 30 und weniger habe. Und deswegen spiele ich ohne RTX. Ich habe den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Aber alle anderen Settings sind auf Ultra. Mann. Ich zeig's dir gleich mal in den Settings, Moment. Warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Hab gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ja, ich spiele auf 1440p. Ich kenne diese Kartelltypen und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Cabron, muss lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Einfach so? Du hast mir gerade erst eine Knarre ins Gesicht gehalten. Wer meinen Homies hilft, ist korrekt. Nichts passiert. Alles gut? Alles gut. Ja. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Totally. Big Und Brother. Jetzt komm, ich bin am Verhungern. Dann mal los. Ich sterbe vor Hunger. Und was die Frames angeht, ich habe gestern Abend mal getestet. City. Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt. So im Durchschnitt 50. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil die Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Waylon Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung, heißt es. Ah, zumindest. Okay. Aber man kann nicht ewig ganz so wie bei GTA dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abklingst. Nee, aber da klingelt Telefon auch erst, wenn du in der Nähe bist. Bei GTA 1. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Ja, ich glaube, der ganz große Vorteil ist bei diesem Spiel die CPU. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst. Matt hatte was erzählt von anderen Streamern, die mit einer 2080 Super, aber mit einem Ryzen 27X oder sowas ganz, ganz krasse Probleme haben. Guten Morgen, Nico. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ich liebe diese Mission. Japantown, 6 Monate später. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich habe den 39X richtig. Du kannst einmal Ausrufezeichen Setup Militech eingeben, dann wird dir das Setup angezeigt. Du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Militech? Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? Kann ich das Tutorial Super. Überspringen? Und sie hat es ein bisschen aufgepeppt. Ach ja, weil sie es besser kann? No,
War nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Ah ja. Jetzt nicht, Jack. Keine Zeit. Vielleicht später. Ja, ja. Mañana, mañana. Poppidi-bidi. Ziehen wir es durch. So, ich zeig dir kurz die Einstellung. Grafik angepasst. Schärfentiefe ist an, chromatische Aberration, Blendflecke, Bewegungsunschärfe ist aus. Kontaktschatten, Gesichtsbeleuchtungsgeometrie. Und hier ist alles, naja, fast alles auf Anschlag gedreht. Ultra bis hoch. Das Einzige, was jetzt nicht ganz ist, ist Qualität der Screen Space Reflections. Whatever that is. Raytracing aus, DLSS aus. Und wie gesagt, Fenstermodus ohne Rand. 1440p. Zum Aufzug. Hier lang. Läuft. Lässt sich spielen. Also es hat auch an einigen Stellen so ein paar kleine FPS-Einbrüche, so ist es nicht, aber ich habe schon deutlich schlimmere Sachen gespielt. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Bug, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber du... Ach, man sieht, dass er telefoniert in den Augen. Ah! Charmant. Bug, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Ah, okay, das sind die... Die Reflexionen. Ich liebe diesen Track. Ich fand das so krass, als der Gameplay-Trailer damals rauskam, dieser 45-minütige, hat... Oh, eine Schallplatte aufgesammelt. Hat irgendjemand den Track nachgebaut. Apartment nur mit, 1237. Nur mit dem, was man in diesem Trailer hören konnte. Das war... Aber ich sehe hier einen Biomann nicht. Schon krass. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Hörst du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod. Scheiß. Versuch die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, weh? Easy. Nicht leichter als das. Jetzt leise. Scheiße. Sind wir zu spät? Ich sehe das. Ups. Wie? Sandra Dorset ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Achtung! Bin der raus vor uns. Ja, das glaube ich auch, dass es ziemlich aufwendig ist, aber wenn man den nötigen Skill hat. Da gibt es sowieso ein paar geile Videos, wo. Feind schläft nicht. Leute Lieder von Prodigy nachgebaut haben. Wegwerfen! Naja, wegwerfen. Hätte ich nicht mehr sein gekriegt. Jetzt Jack, vorsichtig. Ja, ich komm ja schon, Jackie. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei uns. Ja, ich komme ja schon. Ach echt, du spielst Gitarre? Geil. Ich habe eine, aber ich habe das nie gelernt, leider. Aber leise. Wir gehen da bei dir. Holen wir sie und
bin immer schon am Stimmen der Gitarre gescheitert. Alle ausgenockt. Aber da kommt ein bisschen Unruhe. Gruppenkuscheln. Gruppenkuscheln in der Tiefkühle. Oh, ein pinker Koffer. Inventar. Kann man nicht eigentlich auch irgendwie dual-wielden? Oh, was sind die alle gelb hier? Nee. Ach, Revolver hatte ich auch noch nicht. Der Laden muss sauber sein. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss darauf bringen. Keine mal Kugeln im Rücken. Du hast ja so recht. Und nicht drauf! So will ich das sehen! Der Raum, in dem er ist, hat den Balkon. Fenster links von euch. Gib mir 2 Sekunden für Schuss. Achso, hacken. Hacken? Ich mach den Rest! Okay, hab die Tür gehackt. Passt auf euch auf. Hey, danke, Jackie. Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist rein. Scheiße. Zum Teufel ist unser Ziel. Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. Hab angefangen, um mal was Eigenes ohne Mannschaftssport zu haben. Ohne Unterricht, dass das einfach auch nicht wirklich schaffbar ist, so meine Erfahrung. Ja, okay. Ich habe mir letztens auch mal überlegt, eigentlich wäre es auch cool, irgendwie Violine zu lernen oder sowas. Aber mein Problem ist immer, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann... Oder was heißt immer? Ich hätte ein schlechtes Gewissen, glaube ich, hier... Nachmittags zu sitzen und Violine zu spielen, wenn meine Nachbarn das hören oder sowas. Dann wiederum brülle ich hier im Stream rum, als gäbe es keinen Morgen mehr. Verfickte Scheiße. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Hey, Violine. Das sieht nicht gut aus. Schließe an. Gibt's sowas? Krass. Sandra Dorsett, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Wir haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biom. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, Zibak. Du kannst das nicht sehen. Es gibt sogar E-Gitarre. Was? Holy shit! Also, Scorplutscher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropor. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Domresita, holen wir sie aus dem Eis raus. Ich weiß nicht, wie ist denn, was ist denn da so die preisliche Einstiegshürde bei sowas? Herzstillstand! Sag mir, was da los ist. Jackie, Air Hypo. Fuck, das ist nicht gut. Fang, Chica. Ich glaub... Nee, ich meinte jetzt bei einer E-Violine. Das hat geklappt. Fuera, Chica. Bring sie nach draußen.
raus! Terrasse! Hey, Trauma-Team. Fünf Schritte zurück, jetzt! TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. Okay, 106 Euro ist jetzt nicht so schlimm. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klinge mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Chica. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Na? Ich hab ein Date mit Misty und... komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Natürlich kannst du die U-Bahn nehmen. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Wie war das? F? Scheinbar habe ich sie irgendwie angerufen. Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Moin, Flaxi. Mann, nicht Mann, Frau. Natürlich ist sie das. So war es doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen, auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Lockdown! Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Chica. Ich fahre. Dankeschön. Kann ich mich aufs Ballern konzentrieren? City of dreams, city of time. You don't believe in no fate. Night City ist einfach geil. Eine Stadt wie jede andere, nur größer. Mit scheiß Radiosender. Nicht wie jeder andere. Lord Blackhand. Andrew Wayland. Adam Smasher. Hier kommen Legenden. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt. Bin ich, oder? Ich wusste es. Der Mann hinter uns verfolgt uns. Aber... das ist nicht kein bisschen. Kommt der Punkt da! Entfassung, Jackie! Hallo, Sieg! Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Festhalten mich! Ah, der Loot! Jäger! Hab euch, Arschlöcher! Sieg, Ziel auf den Fahrer! Wie viel hält denn der aus? Nicht viel, okay. Ah, dein Baby ist arg zerkratzt. Mir leid, wie. Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Zum Glück hat mir keiner unterwegs die Nase gebrochen. Aparece
sammeln nicht alles. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Wie zum Beispiel Schwangerschaftstests, die sollte man auch mal positiv sehen. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich. Phew, gerade noch reingekommen. Die mochte dich echt. Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ich bin loyal. Ein Typ für Beziehung. Ja, wenn man dann erstmal zu Fuß unterwegs ist, ist es du weißt, Wahnsinn, wie viele Leute da rumlaufen. Jetzt abends geht's eigentlich noch. Richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Kurzer Prozess. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. GTA 6 hat aber erst auf der PS6. Vorher wird das, glaube ich, nichts bei Rockstar. Geschafft. Wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Was? In der heutigen Zeit ist die Tatsache, dass ein durchweg männlicher Charakter in einem Videospiel seinen Charme spielen lässt, um eine durchweg weibliche Polizistin dazu zu bringen, gegen ihren Befehl zu handeln und damit Erfolg hat, sehr bemerkenswert, finde ich. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Aussage verstanden habe, aber ja. Ach, ich träume. Hat er Insider-Informationen, von denen wir beide nichts wissen? Okay. Grüß Misty von mir. Werde ich. Ay luego. Level up! Guten Abend, Night City! Mark? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Ich wusste gar nicht, dass ich Hilfe brauche. Der verehrte Pastor Culver. Möge er gepriesen sein, unser Vater im Himmel. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein Bersi-Sad-Mode. Carina Lee, Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Hallo, liebe Nachbarn. Na, was lief den ganzen Tag hier rum? Ihr habt hier nur rumgesessen und euch mit irgendwelchen Drogen vollgepumpt. Blöde Tor ist kaputt, zum dritten Mal. Das Waffenlager. Ja, guck mal. Ich nehme mal einfach alles mit. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Inventor. Jagge. Oh, warte mal, was ist das denn? Das sieht schon geil aus. Awesome! Was eine geile Fedora. Ey, sorry, das kann man doch nicht tragen. Egal, wie viel Panzerung das gibt. Neue Sneaker? Nee. Und mal ein Katana mitnehmen.
Für den Fall, dass einmal wieder die Munition ausgeht. Positiv ausdrücken, das klingt so negativ, wenn du von Drogen sprichst. Ihr habt euch den ganzen Tag bewusstseinserweiternde Substanzen reingepfeffert. Hat das einen speziellen Grund, warum du einen weiblichen Charakter gewählt hast? Ich finde Frauen interessanter zu spielen als Männer. Keine Ahnung. Oh, wie? Keinen Schönheitsschlaf gekriegt? Egal. Steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Am Verlinkten mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss so weg. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Nee, nicht alle denken einfach immer nur an Titten. She pulls my trigger, got me above right. It's a danger pretty here in our city. She pulls